Der Titel des nächsten Forums lautet Vom Gang zum Amt zu innovativen Online-Services der Verwaltung. Und die Art und Weise, wie der Staat seine Dienste für Bürger und Unternehmen bereitstellt, hat selbstverständlich nicht nur für die Lebensqualität der Bürger, sondern auch auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland entscheidenden Einfluss. Bund und Länder stehen schon länger vor der großen Aufgabe, digitale Abläufe anzubieten, die sowohl dynamischer und flexibler sind als auch rechtssicher. Und nun haben Sie sich im Rahmen der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs, die Bund und Länder, sich darauf geeinigt, ihre Verwaltungsportale ab 2020 zu einem gemeinsamen Portalverbund zu einigen. Darüber soll jede Dienstleistung des Bundes, der Länder und der Kommunen digital zugänglich sein, sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Unternehmen. Ein ambitioniertes Vorhaben und natürlich mit sehr viel Anforderungen verbunden. Und das wollen wir besprechen. Darf ich unsere Panel-Teilnehmer des Forum 3 auf die Bühne bitten? Herzlich willkommen. So, Sie sind Streibig. Guten Tag, Herr Streibig. Sie stehen hier rechts, bitte. Dann neben mir stehen Sie, Frau Marx. Guten Tag. Und in der Mitte. Ja, wir müssen Herr Engelken nur in die Mitte lassen. Dankeschön. Herzlich willkommen an Sie alle. Ich stelle Sie ganz kurz vor und weil die Zeit wieder sehr knapp ist, mache ich es einfach nur Name und Titel und hoffe auf Ihre Nachsicht. Frau Karen Marx ist parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herzlich willkommen. So. Hans-Georg Engelke ist Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, der heute Herrn Staatssekretär Fitt vertreten wird, der ursprünglich auf dem Programm stand. Und neben ihm, ja, auch Applaus bitte. Neben ihm steht Karl-Heinz Streibig. Er ist Vorstandsvorsitzender der Software AG, eine der Weltmarktführer für Softwarelösungen für Unternehmen. So. Bevor wir beginnen, haben wir einen kurzen Film, denn wie gesagt sind die Anforderungen an eine voll vernetzte, nutzbringende Online-Verwaltung nicht gering und die Experten der Plattform Digitale Verwaltung und öffentliche IT erarbeiten daher Impulse, wie die öffentliche Verwaltung nicht nur benutzerfreundliche digitale Angebote erstellen, sondern auch noch die Akzeptanz unter den Verbrauchern verbessern kann. Und das wollen wir nun in eine kleine praktische Anwendung aus dem Bereich des Bundesfamilienministeriums sehen. Können wir den Film bitte haben? Die Digitalisierung verändert unser Leben. Sie durchdringt die Gesellschaft und definiert die Art, wie wir zusammenleben, neu. Wir erwarten, dass Dienstleistungen überall und jederzeit abrufbar sind. Und die Verwaltung? Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Zeit. Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Familien, die umfangreiche, unterstützende Leistungen beantragen möchten, erwarten, dass die Verwaltungen sich auf ihre Lebenswirklichkeit einstellen. Sie wollen sich den Gang zum Amt sparen und ihren Alltag nicht an den Öffnungszeiten der Ämter ausrichten. Neue digitale Angebote sind die Antwort der Verwaltung auf diese Herausforderung. Zum Beispiel der Elterngeldantrag. Kurz, bündig und klar strukturiert. Der digitale Antragsassistent erleichtert die Eingabe zum Beispiel durch die automatische Auswahl der zuständigen Elterngeldstelle und des richtigen Formulars anhand der Postleitzahl. So sparen die Antragsteller und Antragstellerinnen Zeit. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die digitale Transformation gelingt und immer mehr Behördenleistungen online verfügbar werden. Das Ziel der Verwaltung ist daher die konsequente Digitalisierung der Leistungen und deren flächendeckende Bereitstellung auf Serviceportalen mit bundesweit nutzbaren Kundenkonten.
Das Ergebnis wird quasi das Amazon der Verwaltung sein. Alle digitalisierten Leistungen sind schnell gefunden und einfach zu bedienen. So schaffen wir die digitale Verwaltung für die moderne Gesellschaft. Das wollen wir gleich aufgreifen, aber erst hätte ich eine kurze Umfrage an das Publikum. Und zwar, wenn wir die TED-Frage kurz aufrufen könnten. Unsere Frage lautet, haben Sie in den letzten 12 Monaten E-Government-Angebote genutzt? Und die Antwortmöglichkeiten, Sie sehen sie, ja oder nein. Also bitte abstimmen. Okay, hält sich ziemlich die Waage. Interessant. Ja, sagen Sie auch, erstaunlich. Werden wir gleich hören. Ich würde gerne aber erstmal etwas aufgreifen, was wir da im Film gehört haben, denn ich frage mich, was das genau heißen soll. Im gerade gezeigten Video war von einer Amazon der Verwaltung die Rede. Wie soll das künftig funktionieren, Herr Engelke? Ja, gemeint ist damit, ob der Begriff glücklich gewählt ist, eine andere Frage, dass künftig ein Portalverbund existiert, den wir innerhalb der nächsten 5 Jahre schaffen wollen, bei dem es möglich ist, sämtliche digitalen Angebote der Verwaltung auf einer Plattform aufzufinden und von dort als Bürgerinnen und Bürger oder als Unternehmen weitergeleitet zu werden an die zuständige Verwaltung und deren Serviceangebot und das dort in Anspruch zu nehmen. Das ist sozusagen der Kern des Gedankens. Ich glaube, das ist ein Riesenfortschritt, den wir künftig damit machen können. Dazu braucht man ein Nutzerkonto, ein Bürger- oder ein Unternehmenskonto, mit dem es dann möglich ist, sich an jeder beliebigen Stelle, Plattform, die weiterhin angeboten wird von Verwaltungsdienstleistern, sich einzuklinken und dann zu fragen, was ich eigentlich genau will als Verwaltungsdienstleistung und dann direkt zugeführt zu werden zu diesem Angebot. Ich kann dann mit den Daten, die ich habe, mit dem Benutzerkonto schon mir die Ausfüllung eines Antrags sparen. Meine Daten werden darin automatisch übertragen. Ich kann den Status meines Antrages abrufen. Ich kann kommunizieren mit den Behörden, bei denen ich die Anträge stelle. Die Ratio dahinter ist eigentlich, dass wir, sagen wir mal, von der Verwaltung her gedacht, haben wir die Ordnung des Grundgesetzes, die eine Verwaltungsorganisation in Deutschland vorgibt, die auch richtig ist, die föderal ist und Verwaltung findet vor allem in den Kommunen statt. Den Bürger, die Unternehmen interessiert das nicht. Die wollen sozusagen so schnell wie möglich, unkompliziert wie möglich Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen kriegen und diesen Spannungsbogen, den wollen wir aufgreifen damit. Vielen Dank. Herr Streibich, wie vorhin gesagt, sollen die Dienstleistungen über diesen neuen Portalverbund nicht nur für Bürger und Bürgerinnen, sondern auch für Unternehmen zugänglich sein. Wie wichtig ist dieses Amazon der Verwaltung dann sowohl für Firmen selbst als auch für den Standort Deutschland als Wirtschaftsstandort? Tja, wir können es ja drehen und wenden, wie wir wollen. Wir haben ja gesehen, dass die Firma Amazon ein echtes Best-Practice-Beispiel ist in Bezug auf Servicefreundlichkeit, Verfügbarkeit, 7x24 Stunden. Proaktive Information an den Verbraucher sogar individuell, was wir ja durch Industrie 4.0 auch für jedes Werkstück haben wollen, was ein Logistiker für jedes Päckchen haben will, das er verschippt. Also ist das, was wir da sehen, ein wirkliches Best Practice. Das ist die eine Seite. Der zweite Punkt ist aber aus meiner Sicht noch viel elementarer. Und zwar das Angebot, das eben diese Firma bietet, ist Ende zu Ende gedacht. Es nützt eben dem Bürger nichts, wenn wir im öffentlichen Bereich eine punktuelle Lösung haben für einen Bürgerservice oder für einen Unternehmensservice der Verwaltung, aber es dann immer noch Schriftlichkeitsforderungen gibt, Präsenzforderungen, Unterschriftenforderungen, die man physisch machen muss. Also dieses Ende-zu-Ende-Denken, was wir mit Design Thinking und mit anderen Themen und Methoden sagen, das ist es, was wir brauchen. Das erhöht die Akzeptanz, das reduziert die Bürokratie, das vereinfacht die Abwicklung. Also
Die Antwort ist eindeutig ja. Vielen Dank. Nun, Frau Marx, erstens sagten die, als Sie diese Umfrage, die Abstimmung gesehen haben, erstaunlich. Sind Sie erstaunt, dass so viele oder so wenig die bisherigen Angebote nutzen? Und zweitens würde ich noch einmal zu diesem Beispiel Elterngeld kommen. Aber vielleicht erst mal die Frage, Ihre Reaktion. Ja, ich hätte gedacht, dass es schon mehr nutzen. Also ich dachte, der Balken hätte in dieser Richtung mehr ausgeschlagen. Und zum Elterngeld digital. Der Film, finde ich, hat es ja schön gezeigt, welchen Nutzen dieses unser Elterngeld digital eben für die Eltern hat. Und ich denke, jeder hier im Raum kann gut nachvollziehen, dass frisch gebackene Eltern etwas Besseres vorhaben, als sich auf die Öffnungszeiten eines Amtes zu konzentrieren und die Dinge, die mit so einem kleinen Kind, mit einem Baby anliegen, genau darauf entsprechend zu timen und sich auch wirklich Stunde um Stunde durch viele Papierformulare entsprechend durchzuwühlen. Und das Elterngeld digital, das ist eben zeitlich ungebunden. Es ermöglicht den frisch gebackenen Eltern einfach die zeitliche Variabilität, die sie brauchen und sich auch überwiegend wirklich wünschen für solche Dinge. Und es ist vor allem auch sehr komfortabel, weil anders als bei der Papierform ist beim Elterngeld digital eben, man kann von einem intelligenten Formular sprechen, werden Eltern eben, je nachdem, welche Angaben sie machen, ganz konkret auf die Felder weitergelenkt, die für sie relevant sind. Das heißt, auf bestimmte Seiten kommen sie bei bestimmten Angaben gar nicht. Das heißt, ohne dass sie es merken, fallen zum Beispiel 4-5 Seiten weg, weil es gar nicht auf sie zutrifft. Ich sage mal, es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel selbstständig oder Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer ist. Ja? Und da sind dann auch die Seiten, fallen dann entsprechend weg. Das ist zum Beispiel für Eltern super. Sie müssen sich eben nicht mit Dingen beschäftigen, die für sie gar nicht relevant sind. Und ein Validitätscheck, der prüft eben die Angaben. Auch das ist gut und wichtig. Und was, glaube ich, auch nochmal ganz besonders wichtig ist bei Formularen, und zwar egal, ob in Papierform, aber auch natürlich gerade bei unserem Elterngeld digital, es ist wichtig, dass die Texte bürgerfreundlich sind, dass sie verständlich sind. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass die Fragen selbsterklärend sind, wo es weiter lang geht. Und vor allem auch, dass es in einer Sprache verfasst ist, die verstanden wird, aber gleichzeitig auch rechtssicher ist. Und das war unser Maßstab auch an unser Elterngeld digital. Es gibt auch ausführliche Hilfefunktionen, wenn Fragen auftauchen. Und ich denke, das ist einfach eine gute Antwort, frisch gebackenen Eltern gut zu unterstützen und ihre Zeit ganz sinnvoll für ihr kleines Kind besser zu nutzen. Jetzt bleiben wir ganz kurz beim Thema familienbezogenen Leistungen und ich würde gerne unsere zweite TED-Umfrage aufrufen. Wir haben noch eine Frage und diese lautet: Wünschen Sie sich neben Elterngeld digital, meine Damen und Herren, zusätzliche Online-Beantragungsmöglichkeiten für familienbezogene Leistungen? Bitte stimmen Sie ab, ja oder nein? Okay, da ist eine ziemlich klare Antwort. Ich glaube, es gibt wenig, die gerne noch mehr Formulare ausfüllen. Das können wir daraus konstatieren aus diesem Ergebnis. Frau Marx, was mich auf jeden Fall interessieren würde, Elterngeld ist eigentlich Ländersache. Warum sind Sie hier als Bund aktiv geworden? Naja, das Elterngeld ist ja eine Leistung des Bundes und darum grundsätzlich erstmal unsere Sache vom Bund. Aber die Auszahlungsmodalitäten, die werden über die Länder und über die Kommunen organisiert. Aber wir haben auch bei mir im Bundesfamilienministerium die Einstellung, dass es wichtig ist, und Sie haben das vorhin auch so schön gesagt, die Bürgerinnen und Bürger interessiert nicht, welche Ebene zuständig ist. Sie wollen gut bedient werden und sich gut aufgehoben fühlen. Und darum haben wir uns als Bundesfamilienministerium eben auch darum gekümmert, dass es dieses Elterngeld digital entsprechend entwickelt wird. Wir sind immer dabei, bei uns im Ministerium
überhaupt die familienpolitischen Leistungen auf die Höhe der Zeit zu bringen. Also wir haben ja in dieser Legislatur das Elterngeld zum Elterngeld Plus entwickelt und wir haben jüngst den Unterhaltsvorschuss entsprechend modernisiert und weiterentwickelt. Und zu diesen Leistungen gehört natürlich auch die moderne Weiterentwicklung. Wie komme ich zu den Leistungen? Wie ist die Information? Kriege ich die digital? Und wie laufen die Anträge? Das sind zwei Paar Schuhe, die zusammengehören. Ja? Zwei Seiten einer Medaille, die Leistung und wie komme ich an die Information und an die Leistung dann selbst entsprechend heran. Und zu den Bedürfnissen von Eltern mit kleinen Kindern gehört eben auch nicht nur diese modernen und zeitlich angepassten Leistungen, sondern eben auch der Zugang zu diesen Leistungen. Sie sehen es, viele, viele wünschen sich deutlich mehr im Internet zu finden, machen können. Was wären für Sie die höchsten Prioritäten jetzt, wenn man sagt, welche andere familienbezogene Leistungen ganz schnell auch durch E-Verwaltung lösbar sein müssten? Also wir sind ja schon dran und ich denke, wir werden uns das Monat für Monat auch weiter vornehmen, die verschiedenen Leistungen entsprechend auch digital anzubieten. Also Kindergeld ist eine wichtige Leistung, der Unterhaltsvorschuss ist eine wichtige Leistung. Vor allem aber auch, dass erstmal Eltern über alle Leistungen informiert sind. Also weil, ich nenne mal ein Beispiel, der Kinderzuschlag, das ist beispielsweise eine Leistung, über die noch längst nicht alle Eltern, die einen Anspruch auf diese Leistung haben, Bescheid wissen. Und auch das ist eben beim digitalen Zugang wichtig, Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, was könnte mir zustehen. Wie komme ich an die Leistung ran? Und der zweite wichtige Schritt ist eben, es unkompliziert eben auch zu ermöglichen, es digital zu beantragen. Und das muss man eben, das ist auch eine gemeinsame Geschichte. Das muss der Bund eben auch in Absprache mit den Ländern, mit den Kommunen in den unterschiedlichen Zuständigkeiten absprechen, weil wie gesagt, die Menschen interessiert nicht die Zuständigkeit, sondern sie wollen hier auch digitale Angebote. Ich denke, die Umfrage hat für sich gesprochen und das ist für uns auch eine ehrgeizige Herausforderung, der wir uns zu stellen haben, finde ich. Herr Streibig, jetzt weg von familienbezogenen Leistungen, insbesondere in allgemein E-Verwaltung. Was unterscheidet oder wie unterscheidet sich die Digitaltransformation in Industrieunternehmen von der Digitalisierung einer Verwaltung? Wo sehen Sie da die großen Unterschiede? Ja, ich würde sagen, 80% ist mindestens gleich. Also 4 von 5 Punkten sind gleich. Erstens, es handelt sich um exakt die gleiche Technologie, egal ob sie privat oder im öffentlichen Bereich eingesetzt wird. Der zweite Punkt, die Digitalisierung kann nur erfolgreich getrieben werden, wenn sie von oben gewollt ist, wenn sie top-down wirklich unterstützt wird. Also wie noch vor 5, 6 Jahren, manchmal auch im privaten Bereich üblich, dass ein Vorstand damit praktisch kokettiert, dass er keinen PC auf seinem blanken Schreibtisch hat. Das wäre heute ein Kokettieren mit dem Tod einer Firma. Dritter Punkt, dass man Ende zu Ende denken muss. Vom Kunden zum Kunden in der Firma. Dass man medienbruchfrei, gesetzesbruchfrei praktisch wirklich den Prozess digitalisieren kann und man nicht wieder eine schriftliche Schrifterfordernis oder eine Unterschrifterfordernis dazwischen hat und somit den gesamten Prozess im öffentlichen Bereich ad absurdum führt. Was natürlich entscheidend ist, ist der gesamte Prozess, sich für Digitalisierung zu entscheiden, ist im öffentlichen Bereich anders, als es im privaten ist. Im öffentlichen Bereich gibt es die Hierarchien in Bezug auf Bund, Länder, Gemeinden. Es gibt die Wahlen, also die 4-jährigen Zyklen oder 5-jährige Zyklen der Entscheidungsträger. Alles das ist ein bisschen anders bei Firmen. Ich würde sagen, Firmen kann man es doch ein bisschen mehr durch Vorgaben durchsetzen als in der öffentlichen Verwaltung. Deshalb meine ich, beide wieder eines, und zwar in der Privatwirtschaft wird kein Unternehmen überleben, wenn es nicht konsequent digitalisiert. Also die Führungskräfte werden auch da keine Zukunftschance haben. Im Politikbereich hat in der Vergangenheit keiner eine Wahl gewonnen, wenn er ein IT-Projekt gemacht hat. Aber in Zukunft wird ein Versäumnis bei der Digitalisierung
auch gravierenden Einfluss auf Wahlergebnisse haben. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank. Klare Warnung da. Herr Engelke, kurz zum Thema Rechtssicherheit. Frau Marx hat es auch angesprochen und dieses ambitionierte Vorhaben ist natürlich nicht nur eine Frage der Technologie oder des politischen Willens, sondern auch, wie kriegen wir das rechtssicher hin? Was sind da die großen Herausforderungen? Wir haben vor knapp 2 Wochen 2 wichtige Gesetzgebungsvorhaben abgeschlossen im parlamentarischen Verfahren. Das ist einmal die Grundgesetzänderung, die beschlossen wurde in der von Ihnen erwähnten Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die im Kern sagt, dass der Bund künftig das ausschließliche Gesetzgebungsrecht hat für die Regelung des Zugangs von Dienstleistungen von Verwaltungen. Und das Zweite, das haben wir in einem Atemzug gemacht, dann gleich in Ausführung, ein sogenanntes Online-Zugangsgesetz, was die Einzelheiten regelt und dessen Kernaussage ist, binnen 5 Jahren werden alle Verwaltungen verpflichtet, ihre Verwaltungsdienstleistungen über dieses Portal anbietbar zu machen. Das sind zwei wesentliche Erfolgsfaktoren, die jetzt, wie gesagt, das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen haben. Die Lebenswirklichkeit sagt eben, Verwaltung findet statt in Bund, Ländern und Kommunen. Das führt aber eben dazu, dass bei wesentlich gleichen Sachverhalten verschiedene Behörden ganz unterschiedliche Lösungen haben. Und bei so einem Kernprojekt, Sie haben es gerade an anderer Stelle gesagt, braucht man zentrale Vorgaben, um zum Erfolg zu kommen. Das haben wir, glaube ich, alle zusammen miteinander eingesehen. Deswegen haben wir uns mit dem Landkreis verständigen können, dass wir diese zentrale Gesetzgebungskompetenz bekommen. Und damit ist jetzt der Weg frei für das Portal. Vielen Dank. Gerne würde ich von Ihnen allen eine wirklich ganz ehrliche Beurteilung darüber haben, wo Sie die digitale Verwaltung in 5 Jahren sehen. Und ich sage ehrlich, weil das sind tatsächlich große, wichtige Ziele, die Sie alle erwähnt haben. Herr Streibich hat auch eine sehr klare Warnung. Aber wenn man den Stand heute anschaut, gibt es was zu wünschen übrig? Und ich spreche da auch aus eigener persönlicher Erfahrung. Ich verrate Ihnen, ich beantrage gerade eine wichtige Standesänderung, könnte man sagen. Ich muss zum Amt gehen, persönlich, nur um eine Liste der notwendigen Unterlagen zu bekommen. Nicht mal um den Antrag zu stellen, nur um eine Liste der Papiere, die ich einreichen soll. Wo stehen wir in 5 Jahren? Sind wir wirklich deutlich weiter, Frau Marx? Also wir alle können natürlich nicht in eine Glaskugel gucken, aber ich denke, es ist für uns ganz wichtig, dass wir uns auch wirkliche Ziele vornehmen, an denen wir auch entsprechend wirklich ehrgeizig dran zu arbeiten haben. Wir haben uns im Bundesfamilienministerium bereits auf den Weg gemacht, hin zu einem digitalen Bundesfamilienministerium, wie gesagt, auf den Weg gemacht. Ich würde mir vorstellen, und daran gilt es auch zu arbeiten, dass es in 5 Jahren ein Portal gibt, das ein zentraler Anlaufpunkt für alle Fragen zu den unterschiedlichen familienpolitischen Leistungen gibt, dass klar ist, welche Leistung steht mir in welcher Lebenssituation zu. Zweitens, wie kriege ich sie und dass man sie auch entsprechend online, wie unser Elterngeld, entsprechend beantragen kann. Wenn man sich mal anguckt, wie schnelllebig auch gerade die ganzen digitalen Veränderungen sind, dann sind 5 Jahre ein ziemlich langer Zeitraum und insofern müsste das eigentlich in 5 Jahren auch hinzukriegen sein. Ich denke, ansonsten, wenn wir da Umfragen machen, kriegen wir jedenfalls sehr, sehr viel Unzufriedenheit bei entsprechenden Abfragen. Ihr Beispiel an anderer Stelle macht es ja auch deutlich, wie viel da noch entsprechend zu tun ist. Und ich denke, wir alle müssen uns wirklich der Herausforderung und dem Ziel stellen, dass wir ankommen, weg von einer Art Hohlschuld für Informationen zu einer Art Bringschuld. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist für mich dann bürgerfreundlich digital umgesetzt und gerade auch für die Familien in ihren unterschiedlichen Situationen, die viele Dinge gleichzeitig zu bewältigen haben, wo Zeit ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist es doch auch wichtig, dass wir ihnen hier das Leben so komfortabel wie möglich gestalten und sie auch gute Zugänge, verständliche und gute Zugänge digital online haben. Danke sehr. Herr Engelke. Ja,
Ich sage gleich was ganz Optimistisches und jetzt, um nicht als bei Ihnen allen als völlig blauäugig zu gelten, erstmal was Selbstkritisches. Wir sind im Moment im Bereich E-Government bestenfalls Mittelfeld. Das ist völlig klar. Und aus der Situation müssen wir raus. Was ich Optimistisches sage, ist, ich glaube, diese Grundgesetzänderung wird einen riesigen Innovationsschub in der öffentlichen Verwaltung auslösen. Und ich glaube schon, dass wir in 5 Jahren unser Ziel erreicht haben werden, dass der Gang zum Amt eher eine Seltenheit geworden ist. Da müssen wir auch ganz dringend hin von der Situation her, aber es wird einen Wettbewerb geben. Ein Amerikaner hat mir mal gesagt, in ganz anderem Zusammenhang, das ist bei den Deutschen eigentlich immer so, das dauert wahnsinnig lang, bis sie in Gang kommen, aber wenn sie mal in Gang kommen, dann setzen sie es irgendwie auch um und ich glaube, bin optimistisch, dass uns das hier gelungen wird. Ich halte, wie gesagt, diese Grundgesetzänderung dank der guten Zusammenarbeit, muss man mal ausdrücklich sagen, zwischen Bund und Ländern in dem Bereich hier für einen ganz wesentlichen Innovationsschubfaktor. Herr Streib, Herr Engelke sprach von Mittelfeld bestensfalls. Wer ganz weit vorne ist, ist interessanterweise Estland. E-Government in Estland absolut Weltklasse. Die sagen unter anderem, weil sie wenige Legacy-Systems hatten. Als sie damit angefangen haben mit diesem Vorhaben, sagt der Präsident von Estland selbst, waren wir arm und wir hatten nicht viel zu verlieren. Deutschland natürlich schon ein Land mit vielen Legacy Systems. Was denken Sie, wo wird stehen in 5 Jahren? Wir haben eben gehört, der Ausgangspunkt ist Mittelmaß in Europa, nicht weltweit, in Europa. Die Wirtschaft in Deutschland als Exportweltmeister ja gewesen oder zumindest in der Spitzengruppe spielt ja in der Champions League. Und diese Diskrepanz, Verwaltung Mittelmaß, Wirtschaft in Champions League, das zerreißt uns nach vorne. Das Problem nimmt zu. Und wenn es einem gut geht, hilft manchmal ein Problem. Ich gehe davon aus, dass dieses Spannungsfeld uns hilft, dass wir realisieren, was wir heute schon können. Ich meine, dieser Portalverbund 2020 hilft. Dramatisch, weil wir Best-Practice-Vernetzung machen, bundesweit auf allen Ebenen. Also, meine Prognose, wenn die Digitalisierung Chefsache wird in der Bundesregierung, wirklich top-down getrieben wird, gewollt wird, dann werden wir gravierend nach vorne kommen, auch mit dem Rückenwind der Wirtschaft. Wir werden aber zurückfallen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Vielen Dank. Starke letzte Worte. Ein herzlicher Applaus an Sie alle drei. Vielen, vielen Dank für diese auch sehr klaren Worte. Meine Damen und Herren, bevor Sie aufspringen, Sie haben recht, wir gehen in die Mittagspause, aber nur um Ihren Appetit zu stärken. Wenn wir zurückkommen, gibt es die Keynotes sowohl von der Kanzlerin als auch vom Präsident des Bitkoms und danach auch noch ein ganz spannendes Panel über die Forschung im Bereich E-Health. Also eine Menge Spannendes noch, worauf Sie sich freuen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen guten Appetit und wir sehen uns wieder hier um 14.15 Uhr. Bitte. Bis dann.